eher First World Problems. Eine ganze Weile dachte ich mir, wieso zum Geier sollte man mit seinen Wurstfingern die GoPro Karma begrapschen, wenn sie doch schon letztes Jahr spektakulär failte und vom Markt genommen werden musste. Nun, ich habe mich für euch geopfert und muss tatsächlich feststellen, dass das, was GoPro hier für den Sommer 2017 abgeliefert hat, nett ist. Und ich würde sogar so weit gehen und behaupten, wir haben sie gefunden. Die idiotensicherste Drohne ever. Zumindest für die meisten von euch da draußen. Was das zu bedeuten hat, erzähle ich euch in diesem Video. Direkt aus der Box gibt es, nun, kommt ganz drauf an, was ihr habt oder haben wollt. Die All-Inclusive-Version für 1400 Euro besteht aus Kofferrucksack, der Karma-Drohne, der Fernsteuerung, 6 Propellern, einer Batterie, der GoPro 5 mit Gimbal und dem Griff, übrigens sehr laut und nicht zum Vloggen geeignet, Ladegerät und bisschen Papiergedöns. Für 1000 Euro gäbe es das alles, nur ohne GoPro 5 und für etwa 700 Euro nur die Drohne ohne GoPro und ohne Gimbal-System. Kompliziert? Nö, ist bei den anderen ja nicht viel anders. Aber das ist auch ein guter Punkt zum Diskutieren. Was macht diese Drohne denn anders? Es gibt so viel China-Schrott, es gibt so viele gute und es gibt DJI mit hervorragenden Fluggeräten, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat. Und ich denke, da sind wir jetzt auch schon an dem Punkt angelangt, der diese Drohne tatsächlich zwischen all den anderen herausstechen lässt. Idiot-Proofness. Warte, gibt's das? Na, zumindest idiotensicher. Ich will damit nicht sagen, es sei eine Drohne für Idioten, aber mit solch einem Output und solch einer Vielfältigkeit habe ich so easy zu handeln bisher noch keine Drohne erlebt. Und nein, keine Sorge, ich bin kein Fanboy, aber ich finde es schön, wenn es wirklich mal etwas anderes zu erleben gibt. Also steigen wir doch mal ein. Die Größe der Drohne ist mit etwa 36 cm an der längsten Seite okay. Passt durch die klappbaren Arme noch in Rucksäcke oder aufblasbare Kondome, wenn's mal nass werden sollte. Denn wasserdicht ist das Ding natürlich nicht. Bis auf die GoPro, die vorne baumelt und nicht unten, weshalb man auch die Beinchen jederzeit wegklappen kann und in den Aufnahmen auch keine drehenden Propeller sieht. Zu den Aufnahmen aber gleich mehr. Steuern könnt ihr das fliegende, leichte, aber dennoch robuste Stück Plastik per Fernbedienung, die oh Wunder mit dabei ist. Soll heißen, ihr braucht kein Tablet, kein Smartphone, sondern klappt die Gummimuschel einfach auf und legt los. Navigiert wird ganz im typisch modernen GoPro-Style durch die Menüs per 5 Zoll Touchscreen, der sogar im Tageslicht ausreicht, um zu sehen, wo man hinfliegt. Und die Drohne fliegt ihr mit den eingelassenen Steuernippeln, die sich auch wirklich wie welche anfühlen. Funktioniert auch soweit gut. Man hat durchgehend das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben und kleine Software-Features wie abrufbare Karten machen das Erlebnis schön rund. Wären da nur nicht ein paar Dinge, die für den Preis nun schade bis scheiße sind. Keine Kollisionserkennung bzw. Warnung, keine zuverlässigen Flugzonen und so weiter, also all die technologischen Finessen, die man beispielsweise von DJI kennt, fehlen. Eine nicht smarte, eine dumme Drohne, könnte man sagen. Und das trotz 60 km/h Sportmodus. Das merkt man besonders dann, wenn man die automatischen Software-Features nutzen will, wie zum Beispiel Folgen oder um einen herumfliegen. Es ist zwar unglaublich easy, das Ganze per Software zu starten, aber es funktioniert wie mein Opa vor einem Computer. Langsam bis gar nicht. Ihr braucht schon äußerst optimale Umstände, damit das am Ende brauchbar aussieht. Immerhin, mehr als brauchbar sind die Aufnahmen. Ist ja auch schließlich eine GoPro 5 mit Gimbal. Eine 4 würde übrigens auch gehen, aber dann braucht ihr einen Adapter von GoPro. Für eine Drohne also ausgewogene Farben bzw. schön flache Möglichkeiten mit guten Dynamiken und stabilen Komprimierungen. Dieses Ökosystem von GoPro, also diese Kombination aus allem, funktioniert tadellos. Und über die Reichweite muss man sich erst Gedanken machen, wenn die Drohne mit den eigenen Augen so ab etwa 2,5 Kilometern nicht mehr zu sehen ist. Fliegt sie dennoch weiter, bleibt aktuell irgendwann das Bild und dann die Drohne stehen und ihr müsst hinterher. Schade nur, dass nach allerhöchstens 15 Minuten der Spaß auch schon wieder vorbei ist. Immerhin geht das Laden relativ schnell. Nun, was lernen wir daraus? Die Karma ist eine rundum feine Drohne. Vor allem für alle, die schon eine GoPro 5 oder 4 haben. Sie ist ein professionelles Einstiegsfluggerät, was absurd klingt, aber absurderweise stimmt. Verhältnismäßig günstig für ein verhältnismäßig durchdachtes und hübsches Fliegen bzw. Aufnehmen von ungewöhnlichen Perspektiven. Aber auch nur dann, wenn ihr wisst, wohin ihr fliegt oder mittlerweile eher, wohin ihr fliegen dürft. Tja. Und jetzt lasst gerne euren Senf zur Drohne da. Schreibt es in die Kommentare, lasst uns darüber quatschen und ich habe jetzt noch eine kleine Aufgabe für euch. Denn es ist nämlich so, manche wissen das vielleicht nicht, aber ich habe 2007 mit Internetvideos angefangen. Also nicht als Alexi Wexi, damals noch auf anderen Plattformen unter anderem Namen,
Aber es sind tatsächlich 10 Jahre, 2007 bis 2017. Und das möchte ich so ein bisschen mit euch feiern und werde deswegen nach und nach jetzt ein bisschen was dazu schreiben und gerne euch ein paar Aufgaben dazu geben. Und jetzt fangen wir mit der ersten an. Und zwar, lasst mich doch gerne entweder hier in den Kommentaren oder auf Instagram oder Twitter oder Facebook, ihr müsst mich natürlich dann auch entsprechend markieren, lasst mich wissen, was eurer Meinung nach bisher für euch also am besten war. Eure Highlights. Sei es vielleicht lustige Highlights oder besonders informative Highlights oder besonders furchtbare Highlights. Schreibt es einfach mal rein, lasst es mich wissen und ich gucke mal, was ich damit die nächsten Tage so draus mache. Bis zu einem vielleicht großen Jubiläumsvideo. Mal gucken. Ich habe zumindest Bock auf sowas und deswegen fangen wir jetzt irgendwie mal damit an. Ach ja, nicht vergessen, Daumen hoch, Abo dalassen, Like und getragene Schlüpper.